Ein herzliches Willkommen, lieber Stier. Herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den Monat November. Es ist ja echt schon wirklich der Wahnsinn, Leute. Wir haben einfach schon, ja, die Novemberlegung. Und ich würde sagen, ohne lange jetzt hier zu schnacken, geht's direkt rein. Eine Info vorab. Ich werde jetzt hier in die mit dem keltischen Kreuz reinschauen. Was sind so die Kernthemen für dich als Stier im Monat November? Kläre mit den Sonnenfunken-Lenormand-Karten. Alle Karten findest du tatsächlich in der Infobox verlinkt. Und im Anschluss an dieses Video gibt es eine Erweiterung, wenn du Mitglied bist auf meinem Kanal und zwar die zweite Stufe abonniert hast, die sich einfach nur Soulmate nennt. In der Legung geht es dann rein in den Bereich Liebe, Privat, in das, was ich hier noch zeige, gehe ich tiefer rein und ich werde dir eine Kraftzahl für deinen Monat November mit an die Hand geben. Es ist eine allgemeine Legung, das bedeutet, nimm dir einfach nur das mit, was für dich wichtig, richtig und stimmig ist. In diesem Sinne starten wir rein mit dem Seelenreise-Orakel-Deck. Und ich bitte um die Energien für das Seelenkollektiv der Stiere. Was möchte gesehen werden? Okay, Grundsituation. Die Herausforderung, die größte Herausforderung, spannend. Was ist wichtig aus der mentalen Ebene zu wissen? Okay, da bist du echt im Umbruch. Weiter geht's auf die emotionale, unterbewusste Ebene. Was möchte hier gesehen werden? Das ist viel, da sind noch ein paar Verstrickungen, auch gewisse Abhängigkeiten zu erkennen, lieber Stier. Aber hier geht's alles in Richtung neues Heartset, also das nicht das Mindset, sondern wirklich das Herzset. Aus der Vergangenheit. Welcher Impuls kommt aus der Vergangenheit? Ich glaube, ich lege das mal so ein Stück weiter hier rüber. Die wunderschöne Amethystendrüse darf einmal an die Seite, die Stufe. So. Und dann schauen wir uns die Tendenz an, wo du gegebenenfalls Mitte November stehst, na, wie so die Entwicklung ist. In welcher Hauptenergie schwingst du, präsentierst du dich nach außen? Und was sind die äußeren Einflüsse, die dann noch parallel in dein Leben kommen im November? Mit welchen äußeren Einflüssen hat Stier es zu tun? Und deine Wünsche, Ziele, Hoffnungen und Ängste. Und das große Monatsziel. Okay. Unterliegende Energie. Sag ich gleich was zu. Ich darf dir noch dein Monatsziel einmal aufheben und auf Tauchstation gehen. So, zack, legen wir einmal ein bisschen weiter in die Mitte, damit ihr alles gut sehen könnt. Also, was hier schon mal zu erkennen ist, generell zieht hier eine Klarheit ein. Es zieht auch wirklich eine Heilungsphase ein nach sehr wahrscheinlich einer turbulenten Zeit. Nach einer Zeit, wo du sehr unklar warst, wo du viele Fragen hattest, kommt jetzt hier wirklich so der Umbruch. Ich habe auch das Gefühl, dass du jetzt aktiv die Verantwortung übernimmst über deine Gedanken, deine Emotionen. Hier kommt auch irgendwie ein klarer Austausch zustande. Wir beginnen mal mit der aktuellen Situation. Die Grundenergie, womit du hier rein startest, was wichtig ist zu beleuchten, ist eine gewisse Enttäuschung. Es ist etwas, wo du vielleicht gerade das Gefühl hast, oh Mann, irgendwo hänge ich an der Vergangenheit fest. Irgendwas hat dich hier verletzt und etwas ist zerbrochen. Und das, was zerbrochen ist, daraus entsteht zum einen was. Und das könnte sein, dass dir das jetzt hier bewusst wird. Wozu war es nötig, dass hier etwas wirklich zerbricht? Wo findest du das Ende deiner Täuschung, einer Täuschung? Und du beleuchtest dann aber auch wirklich wieder die positive Seite der Medaille. Och, gucke mal, da haben wir den kleinen Zeus. Ja, dich hatten wir schon lange nicht mehr im Video. Guten Tag. Aber du darfst hier tatsächlich bitte einmal den Platz verlassen, mein Schatz. Ja, das ist einer meiner Seelenkater. Du wirst dich ja wohl jetzt nicht hier hinsetzen. Ja, und meine Kater kommen in der Tat immer, wenn es ziemlich hochschwingend ist. Soll sie? Guck mal, darf ich dich einmal runterheben? Zack. Und dann darfst du einmal runter. Wunderbar. Ach, ich liebe ihn. Genau. Also, nein, das war deine Energie. Genau. So, nochmal neu sortieren.
dass du hier wirklich in eine Klarheit kommst und wieder eine gewisse, ja, so, das ist so ein energetischer Aufschwung, den du hier einfach bekommst. Hier wird auch nochmal die Wahrheit, du erkennst die Wahrheit in einer Situation. Ich kläre mit den Sonnenfunken Lenormand-Karten und da geht es um gegebenenfalls Enttäuschungen mit einer männlichen Person oder du kämpfst hier für etwas. Es kann auch sein, dass du gerade andere Prozesse hast, wo es jetzt einfach erforderlich ist, aus diesem Schmerz auszusteigen, Kraft zu zeigen, um etwas zu kämpfen. Du bleibst also an etwas dran. Etwas Altes ist zerbrochen, aber daraus entsteht jetzt wieder dein Mut und du bist geschützt. Egal wie herausfordernd deine Situation gerade ist, sagen dir deine Engel, bitte bleib im Vertrauen und es lohnt sich jetzt an etwas weiter anzuknüpfen. Schauen wir uns dazu einmal an, aus welcher Energie du kommst. Das gefällt mir. Mit den vier Stäben ist es in der Tat eigentlich eine harmonische Energie. Viele Themen, die sich um die Familie drehten, um Ankommen. Hier haben wir die Verletzung liegen. Okay. Da könnte es Kürzungen gegeben haben, vielleicht sogar Trennungen, etwas, was nicht so entstanden ist. Irgendjemand hat dir deinen inneren Frieden gefühlt, wirklich gestört. Da gab es eine Situation der Vorsicht bis hin zu, ja, mich hat hier jemand wirklich verletzt. Der Bär fordert dich auf, wirklich in deine Kraft zu kommen. Du bekommst diese Kraft zurück. Und für viele ist es auch hier ein Ex-Partner, ein Vaterthema, was du jetzt nochmal reflektierst. Vielleicht die tiefen Ahnenthemen, die dir jetzt bewusst werden, was von deiner Familie und wirklich generationsmäßig nach hinten gesehen du noch einfach weiter mit dir nehmen möchtest. Ich habe das Gefühl, du reflektierst ziemlich viel und dann brichst du wirklich, da brichst du Dämme. Der Turm ist so dieses krasse, plötzliche Verändern. Hier gerade auf bewusster Ebene, dir wird etwas klar. Und im November nutzt du wahrscheinlich auch extrem diese Möglichkeit, aus allem, was zerbrochen ist, etwas Neues zu kreieren. Du sortierst aus. Das ist ein Umbruch, ein lichtwerter Moment. Hier finden Gespräche statt. Also in deinem Kopf kann es auch sein, dass du hier ganz viele Missverständnisse hast, da ist irgendwas Unklares und auf einmal bricht es aus dir aus und du bekommst diese Klarheit. Eine Kommunikation, du lernst jetzt auch wirklich mal zu kommunizieren, wenn jemand deine Grenze überschritten hat. Du lernst deine Emotionen klar zu formulieren, wie du dich fühlst, ohne in eine gewisse Schuld zu gehen. Ich glaube, du stehst hier wirklich auf für deine komplette Ahnenreihe. Übernimmst die Verantwortung und sprengst Ketten. Das ist so eine richtige Erlösung, die hier einfach kommt. Sorgen, die wegbrechen. Und das kann wirklich aus dem Nichts kommen. Ein Druck in deinem Kopf, schlaflose Nächte. Puh, auf einmal gibt es irgendwo dieses Ventil und du kannst wieder klar sehen. Auf emotionaler Ebene haben wir den Buben der Schwerter, der dich hier einlädt. Das heißt, hier haben wir die seelische Ebene, ne? Alles, was im Unterbewussten ist. Hier bekommst du neues Wissen, eignest dir neues Wissen an. Hier kommen Kommunikationen. Es kann auch sogar sein, dass du dich hier nochmal spirituell weiterentwickelst, dass du diese ganzen Themen jetzt holistisch betrachtest, auf sämtlichen Ebenen. Da ist ein Wissensdurst, der ganz tief in dir drin ist und dafür gehst du los. Du liest Bücher, du hast vielleicht auch Podcasts. Du hörst dir oder schaust dir solche Videos an, um Impulse mitzunehmen. Das heißt, da ist eine gewisse Neugierde im Raum und auch diese Bereitschaft, deine Emotionen anders zu betrachten. In der Tat kann es hier auch sein, dass dir etwas bewusst wird, wie du als Kind, ja, welche Erfahrungen du als Kind gemacht hast. Doch die nimmst du, setzt dieser Täuschung ein Ende, ja, das Ende einer Täuschung, die Enttäuschung. Dann kommen diese Emotionen noch mal kurz hoch. Und dann geht es weiter und dann bleibst du dran. Die Entwicklung ist, du fängst hier wieder an etwas zu arbeiten. Du schaust dir wirklich noch mal an, okay, wo stehe ich gerade und wo will ich eigentlich hin? Das kann die Arbeit an deinen Glaubenssätzen sein oder auch an einem gewissen Mangeldenken. Du öffnest dich hier und da ist es auch wichtig, du brauchst diese Kraft, du musst dranbleiben oder solltest dranbleiben. Karmische Verstrickungen, Komplikationen, irgendwo ist etwas wirklich so ein bisschen verwickelt.
Du schaust dir dein Umfeld an und du gelangst aber hier auch auf Umwegen an dein neues Wissen, auf Umwegen an ein neues Ziel. Das ist die emotionale Heilung, die hier steht. Menschen, von denen du dich distanzierst oder halt auch emotional lernst, dich gesund abzugrenzen. Vor allem Menschen, die dir nicht gut tun, die dich hier verletzt haben. Da kannst du im Frieden weitergehen. Du nimmst zwar diesen Schmerz mit und hast auch vielleicht jemanden an deiner Seite, wo du dir jetzt Rat holst. Es kann sein, dass deine Mutter eine große Rolle spielt oder eine weibliche Person hier an deiner Seite ist, vielleicht als Mentorin oder als gute Freundin. Also emotional ist absoluter Putztag, eine Putzsaison eingekehrt. Ja, da ist einmal Aufräumen angesagt. Die Herausforderung mit den vier Kelchen ist genau diese Enttäuschung, aus einer gewissen Frustration auszutreten. Vielleicht fühlst du dich gelangweilt vom Leben, glaubst irgendwie nicht mehr so dran, weil du hier einfach, ne, diese Verletzung mitgenommen hattest. Und da ist es die Herausforderung, wirklich zu erkennen, hey, komm, geh weiter, geh weiter, geh nicht immer wieder zurück in den Schmerz und in diese Langeweile. Es kann auch sein, dass du dich ja in so einer Phase befindest, so eine Aufschieberitis. Mache ich morgen oder wenn dann, wenn ich dies habe, dann kann ich das machen. Okay. Auf die. Ach, das gibt's ja nicht. Warum fallen die denn heute hier alle runter? Uppala. So, auf die vier Kelche. Geklärt mit den Wegen, die Entscheidung, in Gang zu kommen, diesen Weg zu gehen, Möglichkeiten zu finden, eine Lösung zu finden. Das könnte so eine kleine Herausforderung für dich sein, daran zu arbeiten, nochmal wirklich zu investieren. Egal, ob es in einer Ausbildung ist, diese Investition in dich zu tätigen oder gegebenenfalls auch, dass du schaust, okay, wie kommst du jetzt wieder in deiner Stabilität? Wie kannst du jetzt selbstständig wieder in deine eigene Stabilität gehen und diese Entscheidung dann auch für dich treffen? Die Tendenz mit dem, hey, okay, du bist noch nicht ganz am Ziel. Da kommt noch mal etwas auf dich zu, deine Vergangenheit, aber natürlich auch etwas, ja, was dir manchmal die Luft zum Atmen nimmt, dein Kopf, der sehr laut ist, aber es zieht hier die Klarheit ein. Du siehst, die Wolken gehen an die Seite. Du hast wieder diesen Lichtschimmer. Es kann auch sein, dass du dann auf einmal ganz plötzlich so eine Erkenntnis hast und dann wieder weißt, da führt mein Weg mich hin. Da darf ich jetzt einfach weitergehen. Berufliche Themen, die irgendwo im Wanken sind. Irgendwas ist mir hier noch nicht so richtig dingfest, was aber auf dem Weg ist, dingfest zu werden. Missverständnisse, die in die Klärung gehen, wenn du dranbleibst, wenn du an der Kommunikation arbeitest, wenn du daran arbeitest, vielleicht auch mit Atemmeditationen, wirklich lernst, deinen Kopf frei zu pusten, um deine Klarheit wieder zu gelangen. Und wir haben hier super viel Münzenergie, das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen. Hier liegen sehr viele Münzen. Das ist eine eher langsame Energie, eine sehr erdende Energie und auch etwas, wo etwas materiell aufgebaut wird. Du präsentierst dich und fühlst wahrscheinlich auch, dass hier eine Chance wartet. Du siehst förmlich eine neue Saat jetzt gerade aus und es kann sein, dass sich das dann so Anfang des Jahres richtig zeigen wird. Du guckst dir wirklich die Medaille von mehreren Seiten an, bevor du ins Verurteilen gehst. Das Ass der Münzen ist immer so eine versprechende Einladung, ein Geschenk, was dir gemacht wird. Du bist in der Energie eines soliden Neuanfangs. Hier gibt es Möglichkeiten, berufliche Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, die hier auf dich zukommen. Und da braucht es aber noch klärende Gespräche, auch auf Beziehungsebene. Da gucken wir halt gleich rein. So, jetzt kann genau das Thema das sein. Arbeitstechnisch dranbleiben, nicht mehr klammern, dir deinen Werten treu bleiben, aus Abhängigkeiten auszusteigen. Das könnte etwas sein, was an dir nagt, aber gleichzeitig haben wir hier eine sehr günstige Einladung vom Leben an dich, die hier auch auf dich zukommt. Diese Alternativen, die als Herausforderung hier sind, die alternativen Möglichkeiten und Lösungen in deinem Leben zu finden, kommen von außen auf dich zu mit den zwei Münzen. Und das ist erstmal ein Gleichgewicht natürlich. Vielleicht, ja, jetzt haben wir das Buch hier. Das ist auch so eine klassische Geschichte von Weiterbildung. Wo überlegst du dich gerade wirklich wahrhaftig weiterzubilden? Da kommt ein Ausgleich und du schwankst.
Kann sogar sein, dass du so viele Möglichkeiten gerade hast und gerade nicht weißt, gehe ich links, gehe ich rechts, was mache ich jetzt eigentlich? Und hier öffnet sich aber ein Kapitel. Du lernst ganz viel im Außen. Von außen kommt etwas auf dich zu, was in der Zukunft sich jetzt wirklich dann erfolgreich manifestiert. Ja, also die Aktion liegt eher bei dir. Von außen bekommst du Hinweise in Form von Büchern, gegebenenfalls Plakaten, Kennzeichen. Also hier kommuniziert schon etwas. Aber etwas ist noch nicht so ganz, ganz, ganz in Stein gemeißelt. Etwas ist, ja, noch flexibel. Auch mit dir kann jetzt jemand vielleicht ziemlich flexibel umgehen. Jemand könnte seine Meinung gegenüber dir verändert haben. Hier wird es dann auch wirklich leichter. Das ist dieses Jonglieren, auch mit deinem Wissen. Von außen kommen jetzt wirklich vielleicht dann auch mehrere Informationen auf dich zu, die du einfach brauchst. Jemand, der sehr belehrt ist, der sehr weise ist. Ein Geheimnis, was gelüftet werden könnte. Etwas, worüber jetzt gesprochen wird. Auch dieses tiefe Forschen in deiner Ahnenstruktur, dass dann auf einmal dir so bewusst wird, ach krass, guck mal, der und der hat auch schon so reagiert und hatte die gleichen Themen in meiner Familie wie ich und du machst es dir zur Aufgabe oder hast diese ehrenwerte Aufgabe, das zu sprengen. Wünsche, Ziele, Hoffnungen und Ängste haben wir die fünf Münzen. Natürlich ist dein Wunsch, aus einem Mangel auszutreten, ja, und hier wirklich den Erfolg zu sehen, etwas in die Wege zu leiten, das Glück anzuziehen, eine materielle Sicherheit anzuziehen. Und die Angst ist dann sehr wahrscheinlich, dass du in einem Mangel feststecken bleibst, dass diese Mangelenergie nicht mehr rausgeht. Und das frustriert dich wahrscheinlich auch. Vielleicht kennst du das. Immer wieder bist du enttäuscht. Immer wieder kommt eine Breitseite vom Leben. Vielleicht war das ganze Jahr 2024 für dich sehr herausfordernd. Mit den fünf Münzen wünschst du dir, und das ist auch hier mit den Sternen, steht das wirklich unter einem guten Stern. Du hast eine wundervolle Möglichkeit, aus diesem Mangel auszusteigen. Und zwar, wenn du beginnst, emotional, spirituell, wirklich diesen tieferen Grund zu erforschen. Der Forscherdrang ist immens groß und das ist auch das Ziel. Deine persönliche Freiheit, das Forschen, was ist das Wozu hinter einer gewissen Situation gewesen? Unterstützung, die du jetzt auch dabei bekommst. Vielleicht hast du einen Ahnenforscher, vielleicht machst du eine Familienaufstellung. Es könnte hier wirklich sein, du gehst den Dingen wieder auf den Grund. Du wirst achtsam. Da kommt eine Abenteuerlust wieder, ein Entdeckergeist, so eine Pioniersenergie in dein Leben. Oder jemand, der dich jetzt einfach, ein neuer Freund, mit dem du gemeinsam die Welt erkundest. Hilfe, die du annehmen darfst, wenn du hinschaust, wer da ist. Da muss es jemanden geben, der dich jetzt hier unterstützen möchte. Mit den Lilien als unterliegende Energie geht es wirklich darum, nochmal die grundlegenden Themen der Familie zu betrachten, die Werte zu betrachten. Welche Werte gehen wirklich kongruent mit deinen Werten? Und welche Werte darfst du einfach jetzt wirklich blocken und sagen, nee, das, was deins ist, ist deins und was meins ist, ist meins. Schauen wir nochmal. Ich hätte gerne tatsächlich nochmal so eine tiefere Botschaft auf den Buben. Die Basis, die vier Säulen, die für dich wichtig sind, zu erkennen, wo du wirklich im Klammermodus stecktest, um dich davon zu lösen, in eine gewisse Leichtigkeit zu kommen. Vier Münzen, die Überraschung, die Einladung von außen. Vielleicht wirst du wirklich eingeladen, zum Essen eingeladen. I don't know, kann tatsächlich sein. Etwas Angenehmes. Es wird endlich wieder positiv, eine gewisse Freude, die einzieht, wenn du dir hier ja merkst, dass du auch unterstützt wirst, dass du vertrauen kannst. Und in dem Wort Vertrauen steht drin, trau dich auch mal. Und ein Kind traut sich unfassbar viel. Dort mit dem König der Schwerter die Klarheit zu integrieren, die Wahrheit zu sprechen, für dich einzustehen, für dich aufzustehen und dafür die nächsten Schritte zu wählen. Gegebenenfalls in einer komplett neuen Community. Du lernst vielleicht sogar neue Menschen kennen, wenn du eine Weiterbildung machst. Daraus entstehen Freundschaften. Du entdeckst wieder, dass das Leben für dich ist. Wir gehen jetzt weiter in die Erweiterung, ihr Lieben.
Wie gesagt, Stufe 2 einfach nur Soulmate. Wie du Mitglied wirst, findest du in der Videobeschreibung. Da musst du einmal ein bisschen durchscrollen, da gibt es einen Link, um Mitglied zu werden und dann drückst du einfach da drauf. Oder wenn du ein Android-Gerät hast, müsste auch unter dem Video stehen, jetzt Mitglied werden. Achte nur, dass du die zweite Stufe auswählst, die sich einfach Soulmate nennt. In diesem Sinne sage ich von hier schon mal vielen, vielen Dank und wir sehen uns gleich. Ich schicke dir ganz viel Liebe und wünsche dir einen zauberhaften November.